Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Mixtapes und Podcasts. Ja, Mixtapes und Podcasts sind ja im Prinzip der klassischste und auch weit verbreitetste Move von DJs, ja, von sich hören zu machen. Denn ja, Mixe nimmt man eh regelmäßig auf, wenn man zum Beispiel Auftritte hat oder man bereitet sie eben zu Hause vor und recordet sie da. Man kann hier eben auch gut sein Können darbieten und deswegen natürlich wahrscheinlich nichts Neues für euch, aber man kann das Ganze natürlich auch eben ja, besser oder schlechter machen und deswegen haben wir das ganze Thema für euch hier aufbereitet. In erster Linie sind die Sachen ganz klar eine Referenz für Veranstalter, Booker, Location-Besitzer, was auch immer, die Leute, die eben potenzielle Auftraggeber von euch sind, und es ist natürlich auch Entertainment für eure Fans. So habt ihr regelmäßig Output, die Leute können was von euch hören, sie müssen nicht eben darauf warten, bis ihr mal wieder irgendwo einen Gig spielt und ja, können sie einfach gute Musik anhören. Ihr habt auch Output für Promo, wenn ihr zum Beispiel eine regelmäßige Podcast-Serie habt, bei der ihr einmal im Monat oder vielleicht sogar wöchentlich was Neues zum Besten gebt, dann könnt ihr das Ganze auf eurer Website wieder bewerben, auf Soundcloud, Mixcloud und so weiter, auf den Social-Media-Kanälen eben. Also generiert ihr immer wieder neue Reichweite, neuen Output und somit auf jeden Fall ein starkes Marketing-Tool. Ihr solltet dabei auf jeden Fall beachten, dass ihr keine halbfertigen Sachen hochladet. Das schadet eurem Image auf jeden Fall, denn entweder denken die Leute dann, ihr seid so schlecht, dass ihr das nicht erkennt, dass es schlecht ist. Oder ihr seid faul, weil ihr es schon erkennt, aber halt es euch egal ist und ihr es trotzdem hochladet. Und insofern macht das auf jeden Fall nicht. Wenn ihr einen Probemix mal aufnehmt, dann hört euch das Ganze nochmal an. Und am besten halt wirklich auch über Kopfhörer in Ruhe, dass ihr das genau analysieren könnt, ob das jetzt eben alles so passt oder nicht. Wenn ihr noch relativ am Anfang eurer Karriere steht, dann solltet ihr sowieso erstmal für euch viele, viele Stunden lang einfach nur üben und drauf losspielen. Dann habt ihr auch nicht diesen unnötigen Druck, dass jetzt bei dieser Aufnahme alles passen muss. Aber eben, wenn ihr dann euch bereit fühlt, mal was aufzunehmen und zu veröffentlichen, dann macht mal ein paar Probemixe, hört ihr euch dann nochmal an im Nachhinein und hört da wirklich genau hin, ob die Übergänge alle passen, ob die Einsätze zu den richtigen Zeiten kommen, ob ihr mit dem EQ hier gut gearbeitet habt und mit den Fadern und so weiter. Ja, es gibt ja eben bei den Übergängen einiges zu beachten. Klar, dazu ja dann im Kurs Mixing mehr. Und insofern ihr halt eben merkt, da stimmt noch irgendwas nicht, dann ist es ärgerlich, ganz klar, weil gerade wenn ihr eben mal eine Stunde oder noch länger was aufgenommen habt, dann ist es ärgerlich, das Ganze zu verwerfen, weil eben nur eine Kleinigkeit nicht gestimmt hat. Aber alles andere macht keinen Sinn, denn eben aufmerksame Hörer und vor allem potenzielle Booker, die ja eben auch an solchen Sachen interessiert ist, die werden das definitiv hören und damit fallt ihr bei diesen Leuten durchs Raster. Und das ist ja genau das, was ihr nicht erreichen möchtet. Eure Mixtapes sind ein Aushängeschild für euer Können. Deswegen ganz klar, knüpft hier an den vorangegangenen Punkt an, gebt eure bestmögliche Performance von euch. Wenn die Aufnahme schief geht, dann ab in den Papierkorb und nochmal probieren. Ihr werdet dadurch vor allem auch besser, ihr lernt dadurch. Und wenn ihr das Ganze nicht macht, dann tut ihr euch auch insofern keinen Gefallen, dass wenn ihr dann mal einen Auftritt an Land zieht, dass euch diese Fehler vielleicht auch dann live passieren werden. Und live könnt ihr nicht mal einfach nochmal was ausbügeln oder wieder von vorne anfangen. Da kommt es dann drauf an. Und deswegen tut euch blöd gesagt den Gefallen, zieht den Mix in den Papierkorb, fangt nochmal von vorne an. Das ist dann teilweise frustrierend und nervig, aber hinten raus wird sich es auf jeden Fall bezahlt machen, weil ihr dann auch eine ja, krasse Routine bekommt und euch dann genau diese Fehler eben nicht mehr unterlaufen werden. Deswegen, kein Fehler ist halb so wild oder wird verziehen. Either it's a hell yeah or it's a no. Also entweder ihr sagt, der Mix ist richtig geil, passt, der muss auf jeden Fall an die Öffentlichkeit. Es wäre schade, das den Fans vorzuenthalten. Oder wenn es eben leider nicht ist, dann gehört er auf jeden Fall auch nicht veröffentlicht. Was ihr jetzt bei euch auf dem Rechner noch speichert oder eben was ihr damit macht, ist ja euer Ding. Ihr könnt es euch ja auch privat noch anhören, wenn euch eben gewisse kleine Fehler an sich nicht stören. Aber auf jeden Fall solltet ihr das Ganze dann trotzdem nicht veröffentlichen.
Die bestmögliche Aufnahmequalität ist eigentlich selbstverständlich, aber leider hört man dann doch immer wieder anderes. Üblicherweise nimmt euer DJ-Programm zum Beispiel das Ganze im Wave-Format auf, deswegen ist die Datei auch verhältnismäßig groß, aber die Qualität auch sehr gut. Wenn ihr das dann später umwandelt, in MP3 zum Beispiel, dann sinkt die Qualität. Also wenn ihr den Mix hochladen möchtet in Zukunft, dann nehmt auf jeden Fall die Ausgangsdatei und wenn es euch dann immer noch zu groß ist später, wenn ihr es auf euer Handy ziehen wollt zum Beispiel, dann könnt ihr es ja immer noch umwandeln. Aber das, was ihr hochladet oder weiter verschickt, sollte immer in der bestmöglichen Qualität sein und deswegen auch im Ausgangsformat lassen. Die Lautstärke sollte passen, nicht zu leise, dass die Leute eben ihre Anlage voll aufdrehen müssen und es kommt trotzdem nicht rüber. Und natürlich auch nicht zu laut, dass es anfängt noch zu klippen oder ähnliches, eben die Klangqualität an sich leidet. Hier das Ganze ganz gewöhnlich in einem gesunden Ausmaß an Lautstärke. Die Trackqualität sollte stimmen, also ihr solltet eben auch keine Tracks verwenden, die eine scheiß Qualität haben, weil ihr die von YouTube runtergeladen habt oder sonst wo illegal her habt, was sowieso eigentlich ein No-Go ist. Aber man muss es leider immer noch mal wieder betonen. Deswegen auch schaut, dass die Tracks in einer gescheiten Ausgangsqualität sind. Und dass zum Beispiel auch keine Störgeräusche mit drin sind, was auch immer das sein möge. Hier gibt es leider allerlei Möglichkeiten, wie hier Störgeräusche in euren Mix kommen können. Schaut, dass die auch vermieden werden. Macht zum Beispiel euer Handy auf dem Flugmodus. Schaut, dass alle Kabel wirklich perfekt sitzen. Dass eure Platten zum Beispiel auch keinen Staub aufweisen oder andere Beschädigungen und so weiter. Schaut ihr einfach eben, dass keine Störgeräusche mit drin sind. Wenn ihr die Möglichkeit habt, in eurem Aufnahmegerät den Equalizer einzustellen, dann macht das auch dort. Denn sonst tut ihr euch insofern keinen Gefallen, dass ihr ja beim Mixer immer bei den einzelnen Decks das Ganze regeln müsst und dann könnt ihr ja nicht mehr die 12-Uhr-Stellung des Reglers benutzen. Das heißt, ihr werdet sowieso niemals mehr den Punkt genau treffen, den ihr bei eurem ersten Track mal vielleicht so eingestellt habt. Klar, schon ungefähr, aber trotzdem eben nicht 100%. Und zum anderen müsst ihr auch immer dran denken. Vielleicht eben, wenn ihr dann mal mitten im Mix seid, dann denkt ihr eben, wenn ihr mal den Bass reinbringen wollt, okay, die 0-Uhr-Stellung perfekt, wie auch üblich, wäre der Bass auch normalerweise voll drin, aber eben bei eurer Variante, warum auch immer nicht, dann ist es auch ein grober Fehler. Insofern nutzt die Möglichkeit, insofern es sie gibt, den Equalizer am Aufnahmegerät einzustellen. Wenn nicht, müsst ihr es eben über die Decks machen. Wenn ihr Copyright-Probleme vermeiden möchtet, wenn ihr die ganzen Sachen veröffentlicht, dann könnt ihr zum Beispiel einen Probe-Upload über Nacht machen. Denn dann bekommen es eben noch nicht viele Leute mit. Ihr müsst das Ganze ja auch nicht lang online lassen. Vielleicht ladet ihr um 12 hoch, lasst mal eine halbe Stunde oben. Und wenn es keine Probleme gibt, perfekt, könnt ihr es wieder löschen. Insofern es Probleme gibt, könnt ihr den Mix vielleicht sogar noch nicht mal komplett hochladen. Dann ist es eh klar. Oder wenn nach einer kurzen Zeit eine Beschwerde kommt, dann ist es auch schon relativ schnell klar. Dann könnt ihr das Ganze auch wieder runternehmen. So, wenn es dann eben Probleme gibt, dann müsst ihr entweder nochmal was Neues aufnehmen, wenn ihr zum Beispiel eure Community für den nächsten Tag schon was sicher versprochen habt. Oder ihr habt vielleicht auch noch ein alternatives Set in der Hinterhand. Ist sowieso auch immer zu empfehlen, dass ihr hier schon ein paar Sachen habt. Oder ja, wenn es ganz schlecht läuft, könnt ihr es halt einfach gar nicht hochladen. Müsst euch noch mal ein bisschen gedulden, bis ihr dann wieder extra was Neues aufgenommen habt. Ihr könnt die Mixtapes und Podcasts vielleicht auch unter euren Fans oder bei potenziellen Auftraggebern als CD verbreiten. Das klingt jetzt erstmal komisch, weil CD ist ja eigentlich schon längst out, aber genau das ist eben der Punkt, wo wir ansetzen, denn die CD ist genau deswegen gut, weil sie ja inzwischen fast schon was Besonderes ist. Trotzdem verfügt ja eben auch noch jedes Auto eigentlich über einen CD-Spieler. Jeder Computer oder Laptop hat normalerweise, klar, es gibt auch Ultrabooks und ähnliches, wo das Laufwerk dann schon fehlt, aber eben gewöhnlicherweise hat man auch da noch ein CD-Laufwerk. Von daher können die Leute das natürlich trotzdem noch hören, auch wenn der Konsum vielleicht eher anders läuft heutzutage. Und deswegen ist es eine, eben eine besondere Sache. Und vor allem auch die CD ist physisch dann bei den Leuten vorhanden. Also sie fliegt im Auto rum, sie liegt zu Hause und so weiter und ist deswegen immer präsent und verschwindet nicht wie eine digitale Datei irgendwo in den Tiefen des PCs oder wie ein Link, der eben einfach schnell mal weg ist, sondern die CD liegt da immer wieder rum und die Leute werden sie immer wieder einlegen. Wenn ihr das macht, dann schaut, dass ihr zum Beispiel den Mix aufteilt und ihn über mehrere Tracks brennt, also ihr cuttet den sozusagen.
Oder ihr lasst den Mix am Stück und setzt dann aber Marker. Da braucht ihr natürlich eben ein bestimmtes Brennprogramm, das ist aber jetzt auch nicht die größte Herausforderung. Und setzt dann eben Marker bei den einzelnen Tracks, dass die Leute auch schon mal eventuell durch den Mix skippen können, wenn ihnen mal das eine oder andere Lied eben nicht so zusagt. Wenn ihr den Mix in mehreren Tracks auf die CD brennt, dann müsst ihr die Pause zwischen den beiden Tracks auf Null setzen. Denn natürlich nehmt ihr ja nicht die Ausgangstracks, die ihr dort drauf brennt, sondern ihr nehmt den fertigen Mix und cuttet ihn wieder in die einzelnen Lieder, dass da trotzdem schon der Übergang da ist. Aber eben, wenn hier die Pause nicht auf Null gesetzt ist, dann kommt eben ein, zwei Sekunden kurz Pause, der Mix unterbricht, das will natürlich niemand. Und dann geht der Übergang sozusagen wieder weiter, das ist natürlich Quatsch. Deswegen hier die Pause auf 0 Sekunden setzen, ganz wichtig. Zu empfehlen, was bei Hip-Hop-DJs eigentlich auch Standard ist, aber generell für DJs wichtig, dass ihr da einen Shoutout einbaut. Also ja, in diesem typischen Radio-Style, dass jemand euren Namen sagt und eben vielleicht noch einen kleinen Zusatz wie in the mix und ähnliches. Da habt ihr zum einen den positiven Effekt, dass ihr immer wieder an euren Namen erinnert, die Leute, die euch vielleicht schon kennen. Bei Leuten, die den Mix hören, die euch noch nicht kennen, ist es auch gut, weil eben dann kennen sie euren Namen. So schützt ihr den Mix natürlich auch vor Missbrauch, denn insofern jemand anderes den Mix einfach hochlädt, stimmt natürlich dann der Name nicht mehr, das wäre dann auch höchst peinlich. Und deswegen ist es auf jeden Fall auch in dieser Hinsicht eine gute Möglichkeit, euren Mix ja einzigartig zu machen. Mixtapes und Podcasts für andere Profile sind eine gute Möglichkeit, eure Reichweite zu erhöhen. Es gibt ja viele Kanäle auf Soundcloud oder Mixcloud zum Beispiel, die an sich nicht eigene Künstlerprofile sind, sondern sowas wie Labels oder einfach Kanäle, die sich darauf spezialisiert haben, von anderen DJs Mixtapes zur Verfügung zu stellen. Und das ist eine gute Möglichkeit, hier Cross-Promotion zu machen, dass ihr die Fans dieser Kanäle erreicht und natürlich auch umgekehrt. Vielleicht möchtet ihr auch einmal ein Set von einem anderen DJ bei euch hochladen. Warum denn nicht? Wichtig ist, dass ihr ein einheitliches Profil habt. Ja, also das Layout ist am besten in Anlehnung eurer Social-Media-Profile oder auch eurer Website, dass das Ganze eben von dem farblichen her stimmig ist, dass die Bilder übereinstimmen, dass das Logo überall dasselbe ist, die Texte ähnlich sind, eben dass alles zusammengehört und man schnell wieder erkennt, okay, es dreht sich jetzt hier alles um euch und es ist ein professioneller Auftritt, ihr habt euch hier Gedanken gemacht und es ist wirklich an sich eben stimmig. Ihr werdet wahrscheinlich dann auch ziemlich schnell einen Pro-Account brauchen, denn die Uploadzeit ist oft begrenzt oder zum Beispiel ihr habt auch keine Einsicht in die Statistiken, was auch immer auf Social Media zum Beispiel als auch eben bei Soundcloud und Mixcloud sehr wichtig ist, dass ihr ja nachvollziehen könnt, was denn eben so vor sich geht und das kostet natürlich Geld, aber ihr habt auch ordentlich Reichweite dadurch. Ihr solltet keine direkte Konkurrenz schaffen zwischen diesen beiden Anbietern. Deswegen konzentriert euch entweder nur auf eine Plattform. Welche das ist, müsst ihr für euch entscheiden, welche euch besser gefällt, auf welche eher eure Zielgruppe ist und so weiter. Oder eben ihr macht so, dass ihr zum Beispiel euren Mix zeitversetzt dann bei der anderen Plattform hochladet. Kann man auch machen. Aber schaut hier auf jeden Fall, dass ihr, ja, ihr euch nicht gegenseitig sozusagen dann die Fans abgrabt. Denn ihr müsst ja auch dann immer beide Links zum Beispiel bewerben. Da tut ihr euch keinen Gefallen. Die Leute werden ja noch unnötig zugespammt. Und meistens ist es ja eh so, dass der Schwerpunkt der Community auf einer Plattform zu finden ist. Eure Biografie oder euer Profil eben sollte eine kurze englische Info über dich und dein Style enthalten, denn diese Profile sind ja auch sehr international. Es kommen oft Leute bei euch vorbei, die euch vielleicht noch nicht kennen. Und insofern eben hier eine kurze, prägnante Info. Wirklich wenige Sätze, 4, 5 Sätze, so ein kleiner Abschnitt. Dann könnt ihr auf jeden Fall auch bevorstehende Gigs dort mit einbinden für eure Community oder eben für andere, die sich informieren möchten mit Datum und Ort. Referenzen an Clubs und DJs, aber auch wirkliche Referenzen, eben keine Dorfdisco oder ähnliches, denn das ist dann eher peinlich. Eure Links zu den Social Media Profilen sind auf jeden Fall auch ganz wichtig,
als auch zu eurer Website, versteht sie eigentlich schon von selbst. Dann eine E-Mail, am besten die an eure Website geknüpft ist, eben dass da nicht steht @web, sondern @ und dann euer Domainname, das ist dann auch wieder ein professionellerer Auftritt. Und dann könnt ihr natürlich auch noch eine ausführlichere Biografie in eurer Muttersprache mit anhängen für die Leute, die sich wirklich sehr für euch interessieren und noch mehr wissen möchten. Aber eben seid ihr vorsichtig, denn die Aufmerksamkeitsspanne im Internet ist sehr gering. Und deswegen setzt ihr auf jeden Fall eher ans Ende, damit auch wirklich eben nur die Leute das zu Gesicht bekommen, die sich wirklich sehr für euch interessieren. Wenn das ganz am Anfang steht, dann denken sich viele Leute so, oh, das kann ich eh nicht alles lesen oder keine Zeit, keine Lust. Und sehen dann auch die wichtigen Hard Facts, die vielleicht darunter stehen, nicht mehr. Auf jeden Fall solltet ihr vermeiden, dass ihr nicht irgendwelche überheblichen Formulierungen benutzt, wie er ist der weltbeste DJ oder eben andere unnütze Informationen. Und ja, unverhältnismäßig weites Zurückgehen in die Vergangenheit ist auch einfach nur peinlich, wenn ihr anfangt, dass ihr mit 3 Jahren schon mal Klavier gespielt habt. Das sind Sachen, die man eigentlich eher weniger von euch erfahren möchte. Insofern lasst es weg. Da verliert ihr nur Leute, die sich eben denken, das ist mir zu viel Text und eben will ich eh nicht wissen. Dann die Beschreibung von eurem Mix oder eben Podcast sollte genauso wie euer Profil eben alles immer, ganz wichtig, merkt euch das, ein einheitliches Layout haben. Hier empfiehlt es sich eben, dass ihr innerhalb einer Podcast-Reihe, wenn ihr hier einen bestimmten Stil weiterverfolgt, ein gewisses Genre, dass ihr hier dann auch die Artworks aneinander anpasst, dass man es eben schnell wieder erkennt, dass es sich jetzt um diesen Art-Mix handelt. Und wenn ihr eben dann was anderes uploadet, dann sollte das auch wieder ein anderes Layout bekommen. Trotzdem sollten ja diese verschiedenen Layouts der Mixe noch eine gewisse Anlehnung haben an euer generelles Auftreten auf diesem Profil allgemein oder Social Media eben generell. Dass es alles eben in sich stimmig ist. Außerdem könnt ihr eventuell relevante Hashtags oder eben generell Tags benutzen, dass die Leute, die euch noch nicht kennen, finden, sei es über Genre, Stil, was auch immer. Social Media Kanäle auch hier wieder einbinden, die sollte man wirklich überall einbinden, wo es nur geht. Genauso eben auch wie eure Website. Dann könnt ihr eventuell Profilverlinkungen von anderen Usern einbinden, die vielleicht eben mit dem Set was zu tun haben. Eine Call to Action ist auch immer sehr nützlich, insofern eben, wenn ihr mehr Mixe wollt, abonniert meinen Kanal und ähnliches. Das sind auch immer gute Infos, das hört sich jetzt erst immer ganz platt an, aber oft denken die Leute auch gar nicht dran, freuen sich vielleicht über den Mix, aber kommen ja vielleicht eben gar nicht auf die Idee, euch noch zu abonnieren und so erinnert ihr die Leute einfach daran. Wenn ihr mehr Reichweite generieren möchtet, dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden, indem ihr andere Profile liked, eben andere Mixe teilt, ihr kommentiert zum Beispiel auch viel, somit könnt ihr definitiv viel Reichweite generieren. Das ist eine gute Promo-Möglichkeit. Schaut aber, dass ihr hier vielleicht eben nicht ganz so große Profile benutzt, wenn ihr eben noch sehr klein seid, vielleicht unter 1000 Follower, denn sonst findet ihr von den Profilbetreibern keine Beachtung. Und zum Beispiel auch, wenn ihr kommentiert oder liked, dann geht ihr in der Masse unter, wenn wirklich ja noch 50, 100, 1000 andere Leute unter einem Mix kommentiert haben, dann ja, fallt ihr einfach durchs Raster. Das bringt nichts. Wenn ihr aber bei einem kleineren Kanal, wo vielleicht 5 bis 10 Kommentare sind, den dann kommentiert, dann schauen sich andere Nutzer ja auch die Kommentare an. Dort werdet ihr wieder gefunden. Und zum Beispiel auch, wenn ihr diesen Mix dann teilt und die Reichweite von diesem Profil auch nicht so groß ist, geht derjenige auch auf euer Profil, schaut sich das Ganze mal an. So kann man sich vielleicht auch connecten. Deswegen ist es auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Ihr solltet alle Funktionen nutzen, die euch diese Plattformen so zur Verfügung stellen, sprich das Spotlight, dass ihr besondere neue Mixe hier eben ins bessere Licht rückt. Dann Playlists erstellen von passenden Mixen. Ihr solltet Gruppen beitreten, die eurem Genre, eurem Stil, was auch immer entsprechen. Und noch die anderen Funktionen, die es eben alle so gibt. Nutzt es, hier könnt ihr weiter Reichweite aufbauen und ja, das kostet ja nichts. YouTube ist auch eine ganz große Plattform. Es ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt nach Google und YouTube gehört ja auch zu Google.
Deswegen solltet ihr diese Plattform definitiv bespielen. Hier habt ihr natürlich auch einen höheren Entertainment-Faktor als bei der schlichten Audio-Variante. Es ist natürlich viel Arbeit und eventuell auch teuer, wenn ihr jemanden bezahlen müsst, dass ihr hier Visuals oder eben besondere Aufnahmen bereitstellt. Eben Visuals, die vielleicht einfach so erstellt sind, die zwar zu euch passen, aber eben Visuals sind, nicht Aufnahmen von euch direkt. Oder wenn es auch Aufnahmen von euch direkt gibt, muss die jemand cutten, alles aufbereiten und so weiter. Insofern ihr das nicht selber könnt, kostet es euch eben im besten Fall viel Arbeit und Zeit. Im schlechtesten Fall müsst ihr jemanden bezahlen. Ihr könnt ganz simpel, klar, einfach einen Artwork, das auch vielleicht dann das Bild auf SoundCloud ist, einbinden. Das ist die allerminimalste Variante, das ist dann natürlich auch wenig Arbeit. Aber da werdet ihr dann natürlich auch nicht die Leute so catchen. YouTube hat viele, viele aktive Nutzer. Das ist sehr wichtig und gibt hier euch die gute Möglichkeit, viel Reichweite zu generieren. Denn gerade SoundCloud und Mixcloud haben ja einige Probleme. Und auch die organische Reichweite auf Social Media ist schwierig geworden. Deswegen ist YouTube auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit. Ihr könnt auf YouTube genauso wie auf gewissen Social-Media-Plattformen auch live streamen. Das ist eine tolle Möglichkeit. YouTube ist ja sowieso eben eine Plattform, wo die Leute visuelle Inhalte erwarten. Deswegen seid ihr hier ja genau an der richtigen Adresse. Ihr könnt die Links von YouTube sehr leicht einbinden in Facebook zum Beispiel oder auch auf eurer Website. Das geht eben sehr leicht. Das ist klar auf Instagram zum Beispiel generell schwierig, dazu aber später noch. Aber eben an sich sind YouTube-Videos überall sehr gut einzubinden. Ihr solltet darüber hinaus SEO, also Search Engine Optimization, betreiben und die Einstellungsoptimierung eben wahrnehmen, die euch dort geboten wird. Es gibt dazu gewisse Browser-Plugins, aber ihr könnt euch generell einfach mal informieren. Auch darüber gibt es zum Beispiel YouTube-Kanäle, damit ihr eben für eure Zielgruppe auch gefunden werdet und als relevant eingestuft werdet, damit ihr eure Reichweite erhöht und nicht einfach nur eure Community erreicht, die ihr sowieso schon habt. Denn ihr wollt ja immer, blöd gesagt, noch mehr. Außerdem solltet ihr die Infobox unter dem Video benutzen. Hier könnt ihr genauso auch wieder wie bei SoundCloud und Co. eben eure Website, eure Social Media Links und alles andere einbinden, was ihr so möchtet. Nutzt das auf jeden Fall. Unter Umständen, wenn die Musik sogar zu 100% eben euch gehört oder ihr zum Beispiel auch GEMA-freie Musik vielleicht verwendet oder generell einfach die Möglichkeit habt, Musik zu verwenden, die ihr auch monetarisieren dürft, dann könnt ihr diese Videos auch monetarisieren und durch die Einspielung von Werbung sogar noch Geld verdienen. Klar, die Verdienste sind sehr gering, also da müssen schon Klickzahlen im hohen Tausenderbereich, wenn nicht sogar bis Millionenbereich zusammenkommen, dass da wirklich was bei rumkommt. Aber trotzdem gilt es, das zu nennen, denn es gibt auch einige DJs, die haben mit besonderen Mixen eben auch diese Reichweite erreicht. Und insofern kann man das doch einfach mitnehmen. Wenn es Copyright-Probleme geben sollte, weil ihr Musik verwendet, die ihr normalerweise nicht verwenden dürft, dann hat YouTube die tolle Funktion inzwischen, dass ihr einfach Werbung eben wie bei dem vorherigen Argument vorschalten könnt, nur dass dann eben die Einnahmen nicht mehr an euch gehen, sondern an die Künstler, deren Musik ihr im Mix verwendet habt. Somit kann der Mix dann eben hochgeladen werden, darf überhaupt verwendet werden und sonst wäre das eben nicht der Fall, dann könntet ihr den gar nicht erst bereitstellen und könnt das Ganze eben öffentlich machen. Dann habt ihr klar keinen Verdienst, der aber in der Regel eben ja sowieso nicht so groß ist und könnt trotzdem die Promo mitnehmen. Deswegen eben YouTube ein sehr gutes Tool, um viel Reichweite zu generieren. Es ist arbeitsintensiv, aber es lohnt sich auch in der Regel. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.